Die Schule von Carcassonne, eine Minispielerweiterung aus dem Hause Hans im Glück, die auf der Spielemesse 2011 in Essen zu erwerben war. Spielumfang: eine Spielanleitung, zwei Spielblättchen, die die Schule darstellen, ein Stoffbeutel, in dem alles untergebracht werden kann, und eine Plastikfigur. Als Adaption kann natürlich auch diese wunderschöne Holzlehrerfigur Verwendung finden. Spielanfang: zuerst wird die Schule links oder rechts zum Startblättchen angelegt. Der Lehrer wird in die Schule gesetzt. Immer dann, wenn ein Weg zur Schule abgeschlossen wird, bekommt derjenige, der sie abschließt, den Lehrer in seinen Spielvorrat. Der Vorteil ist, dass der Lehrer beim nächsten Punktevergabe für denjenigen, dessen Spieler im Besitz ist, diese Punkte miterhält. Beispiel: gelber Spieler legt folgende Karte an und setzt sein Miebel auf den Weg. Damit erhält er 2 Punkte und den Lehrer in seinen Vorrat. Der rote Spieler legt nun folgende Karte an und bekommt 2 Punkte. In dem Fall würde der Lehrer wieder zurückgehen und der gelbe Spieler ebenso 2 Punkte aus der Stadt von dem roten Spieler miterhalten. Wird nun wiederum wieder ein Weg abgeschlossen durch Gelb, indem er diese Karte legt, würde der Lehrer wieder in das Besitz des gelben Spielers gelangen. Und bei der nächsten Punktevergabe durch den Spieler wieder mit bewertet werden. Sind alle Wege zur Schule abgeschlossen? Verbleibt der Lehrer bis zum Spielende in der Schule und es sind keine weiteren doppelten Punktevergaben möglich.